Hallo und herzlich willkommen, Freunde meiner Let's Plays und meines Channels. Zumindest hoffe ich, dass ihr solche seid. Ich habe ein paar größere Ankündigungen zu machen. Und zwar ganze 4 Stück an der Zahl, also stellt euch schon mal auf ein längeres Infovideo ein. Zum einen wollte ich mal wieder eine Runde streamen. Ganz einfach deswegen, weil ich an Wochenenden momentan relativ viel Zeit habe und das doch gerne mal ausnutzen wollte, weil ich eben nicht weiß, wie das in Zukunft wird. Und ich auch generell mal wieder Bock hätte zu streamen. Den Stream wird es dann geben am Samstag, den, wir gucken nach, 22. September. Und zwar um 15 Uhr. Aber nagelt mich nicht komplett auf eine Zeit fest, es wird wieder ein längerer Stream werden, so viel kann ich schon mal sagen. Nagelt mich nicht komplett auf eine Startzeit fest, weil ich am Samstag vorher halt noch was machen muss und ja, ich nicht dann unbedingt weiß, wann und ob. So, Nummer 2. Ihr seht hier mal wieder einen neuen Hintergrund. Na gut, was heißt mal wieder? Das ist der Hintergrund, der bei der Umfrage gewonnen hat und diesbezüglich möchte ich mich dann auch nochmal ganz herzlich beim Designer Neko bedanken. Dessen Channel ihr hier seht. Kann man gerne mal reingucken. Er macht auch Let's Plays, so wie es scheint. Und ja, nochmal sehr, 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 sehr vielen Dank dafür. Oder sehr großen Dank dafür. Zum dritten werde ich bald auf meinem Channel ein paar Intros haben für die jeweiligen Let's Plays und ein Overall-Intro quasi für alle, für meinen gesamten Channel eben. Und dieses Intro wurde mir von Alex bereitgestellt, beziehungsweise auf YouTube heißt er Skillmaster LP und dazu können wir uns das mal ganz kurz angucken, ohne Musik erstmal, weil, naja, das war jetzt aus der Mitte raus gestartet. Das macht nämlich optisch schon sehr viel her und das war halt wirklich nur das Intro für den Channel. Ist relativ kurz, aber ich werde bei jeder Playlist, die ich da habe, also bei jedem Let's Play an sich, als vor dem ersten Video noch dieses Intro davor schieben, natürlich nicht mit Werbung, weil das wäre übelst fail. Dann würde jeder wegschalten. Ja, und Alex' Kanal ist, dafür möchte ich auch nochmal ganz herzlich Werbung machen, Skillmaster LP. Haben wir jetzt hier schnell irgendwo? Ich glaube nicht, wir geben es einfach mal hier oben ein. Skillmaster LP. Badabam. Er macht nämlich auch Let's Plays. Und bei ihm kann man durchaus auch mal reingucken. Momentan Rayman Origins. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Habe ich selbst allerdings noch nie gespielt. Und zudem war ich auch bei 2 seiner Mario Kart Sessions, Custom Tracks, nebenbei bemerkt, dabei. Und ansonsten macht er auch ein sehr kompetentes Let's Play, was Custom Tracks betrifft. Er kennt sich auf jeden Fall aus. So viel kann man ihm nicht vorwerfen. Und ist ein sympathischer Typ, ja. Eindeutig. Und von ihm sind, wie gesagt, die folgenden Intros, die ich dann heute auch hochladen werde. Meine Tabs könnt ihr mal wieder vernachlässigen. Ja. Ansonsten, ja, genau. Die letzte Ankündigung, die ich dann noch zu machen hätte, wäre QuackerWW. Ein neues QuackerWW wird es am Freitag geben. Und zwar setze ich es einfach mal für 19 Uhr fest. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es zeitlich ganz genau hinhaut, ob ich dann schon wieder daheim bin, aber es müsste eigentlich funktionieren, ja. Also sagen wir einfach mal Freitag 19 Uhr, nächstes QuackerWW, diesmal mit Rooster 3. Ganz einfach, beim letzten Mal hatte ich angekündigt Roster 3, was aber nicht gestimmt hat und dieses Mal holen wir dann das wahre Roster 3 nach. Und ich muss dazu sagen, dass bei der letzten Session, glaube ich, nur einer aus meinem Roster on war oder so und das fand ich schon etwas mickrig, also ja, ich habe mir zwar vorgenommen, das mit den Rostern noch zumindest für die nächsten 2 Quacker-WWs so beizubehalten. Das werde ich fürs nächste auf jeden Fall noch machen und ich denke, das letzte, aber wenn ich dann noch eins mehr oder weniger so mache, dann stört es keinen. Und ich glaube, im vierten Rooster sind auch wieder ein paar dabei, die sowieso aktiv mitjoinen. Also, ja, können wir das einfach mal so stehen lassen. Also, um jetzt nochmal die Termine festzuhalten, Freitag 19 Uhr QuackerWW und dann ab Samstag ab 15 Uhr einen längeren Stream, wobei ich da auch noch nichts fest geplant habe für, beziehungsweise ich habe wieder so ein paar kleinere Ideen, was man eben mal wieder eine Stunde oder so spielen könnte. Natürlich auch wieder mit ein paar Community Games. Ob ich Mario Kart reinhaue, weiß ich noch nicht.
Weil, wie gesagt, vorher Quacker-WW und so, also am vorigen Tag. Muss man dann mal sehen. Aber es würde mich freuen, wenn ein paar von euch dabei sind. Und ansonsten, ja, nochmal vielen Dank an Alex und Neko für die tollen Sachen, die ihr mir für meinen Kanal bereitstellt und für die mega Arbeit, die ihr euch da gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder oder eben am Samstag beim Stream. Macht's gut, bis dahin, ciao.